der jetzige Zeitpunkt wäre eigentlich auch gut, weil ein Nationaltrainer braucht auch ein bisschen Zeit, um Erneuerungen einzuführen, um eine Mannschaft auf ein Turnier vorzubereiten. Und 3 Jahre für einen Nationaltrainer, das ist für mich ist das auch die richtige Zeit. Und ein Turnier im eigenen Land hätte ganz besondere Magie und eine ganz besondere Anziehungskraft. Da muss es wirklich explodieren im Land, in Deutschland. Es kann so viel bewirken und da, ja, ist ein Trainer, der dann jetzt vielleicht im Sommer beginnt, der hätte dann genug Zeit. Das hätte jetzt, da, sagen wir mal, überhaupt keinen Einfluss. Es gab eine schmerzhafte Niederlage, die hat uns allen wehgetan. Und da waren wir richtig wütend, aber das hatte jetzt überhaupt auf diese Entscheidung keinen Einfluss. Ich bin dankbar für alles. Für mich war es eine wahnsinnslange Zeit in dem schnelllebigen Geschäft. Unglaublich lange, so lange als Nationaltrainer zu arbeiten, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Der DFB hätte mich in jeglicher Beziehung immer unterstützt, mir die Freiheit gegeben. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit den Spielern zu begleiten. Es gibt noch was Wichtigeres wie nur Titel und Siege für Geschichtsbücher. Es gibt Menschlichkeit und füreinander Dasein. Und ich glaube, über viele, viele Jahre hinweg mit dem Team, was mich umgeben hat, mit dem Team, Hinterteam und mit Spielern, mit unglaublich vielen Spielern, haben wir so diesen Weg irgendwie bestritten. Und das ist das, was für mich am Ende vielleicht auch mal bleibt. Diese Menschlichkeit und der Umgang und der respektvolle Umgang miteinander in schwierigen wie in schönen Momenten. Das ist das, was zählt.